Hallo ihr da draußen, ihr hört Megafon 95, der Fußball-Talk über unsere geliebte Fortuna. Hier bekommt ihr alles, was ihr braucht. News, Kommentar, Rückblick auf das letzte Spiel. Viel Spaß beim Zuhören. Du warst im Stadion. Wie gefiel dir die Stimmung? Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Fortuna-Fans bei diesem Spiel unsere Mannschaft zum Sieg gesungen haben oder einfach nur Business as usual. Ja, es war im Vergleich zum letzten Spiel auf jeden Fall bessere, sogar viel bessere Stimmung. Aber es war halt immer noch nicht die Stimmung, die man noch von früher gewohnt ist. So. Aber es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung wieder. Vor allem, weil auch wieder ein paar mehr ins Stadion gekommen sind, was glaube ich auch viel an St. Pauli-Fans lag, aber halt auch viele Düsseldorfer, die sich dann dachten, gegen St. Pauli, da gehe ich mal ins Stadion, das ist immer ein cooles Spiel. Und deswegen waren es auch, wie gesagt, mehr Zuschauer und die dann auch ein bisschen Stimmung gemacht haben. Es gab ja im Vorfeld zu dem Spiel diesen Appell von Fortuna an die Fans, dass man die im Rücken vereint braucht. Ich fand das so ein bisschen heuchlerisch, weil du spielst scheiße und dann sagst du, Leute, kommt ins Stadion, feuert uns da ran, dann spielen wir besser. Fortuna gewinnt 2-1. Eigentlich ist die Kritik verflogen. Also dann auch die Kritik an den Fans oder die Kritik von den Fans. Wie siehst du das? Denn ich bin, obwohl wir gewonnen haben und die Woche jetzt schön wird, bis wir dann gegen den MSV spielen, ja, fühle ich mich nicht ganz befriedigt, sage ich mal. Also ich kann verstehen, dass die Mannschaft gesagt hat, ja, die braucht die Fans jetzt, weil man merkt halt auch, dass relativ wenige, ja okay, jetzt gegen St. Pauli waren halt 35.000, glaube ich, waren da. Das war wieder ordentlich, aber sonst sind dann halt irgendwie nur 20.000 bis 25.000 da gefühlt. Ja, also ich kann es verstehen, dass die Mannschaft da noch, sag ich mal, so eine Ansprache hält oder dass da immer mal wieder was kommt damit, dass die Leute halt mal den Arsch hochkriegen und auch mal für Stimmung sorgen, weil ich glaube, als Spieler hast du auch mehr Bock, wenn das ganze Stadion hinter dir steht und dich anschreit, also und dich nach vorne pusht, dann spielst du, glaube ich, auch besser. Ich kenne nur Kreisliga C-Atmosphäre, Micha, deswegen kann ich dir das nicht sagen. Ich weiß nur, wenn irgendwelche Eltern, Trainer oder Betreuer irgendwas über den Platz rufen und alles hören. Also kann ich dir das jetzt nicht bestätigen oder so. Stell dir das mal vor, ich bin der Mo. Ich bin der Moderator dieser kleinen, feinen Fortuna-Podcast-Show, wenn man so möchte. Und mein Partner in Crime, mein Co-Moderator, wenn man so möchte, ist der Micha. Wir begrüßen euch jetzt erstmal. Guten Morgen. Guten Morgen. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir gleich direkt zu den News, die es vor dem Spiel gab. Weil die Begrüßung haben wir heute mal ein bisschen vor Schoben, Micha. Letzte Woche war bekannt, dass Wiesner wieder mittrainiert, zumindest so ein bisschen. Rensing ist wieder im vollen Trainingsbetrieb dabei, obwohl mir Leute, die beim Training waren, mir gesagt haben, der hat zwar immer wieder ein bisschen auf der Linie gestanden, wenn dann die Spieler mal sich warm geschossen haben, so oder mehr, aber so richtige Einheiten auf dem Niveau hat er wohl noch nicht gemacht. Gibt es da irgendeine Meinung? Ja, es ist ja verständlich, dass der halt wegen seiner langwierigen Verletzung, dass der dann wahrscheinlich noch nicht so das Vertrauen wieder in den Körper hat, dass er sich da wahrscheinlich noch nicht ganz traut, die Hechtsprünge zu machen, um dann wieder auf der Rippe zu landen. Aber allein, dass er schon wieder mit trainiert, richtig, und nicht nur um den Platz läuft, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Gutes Zeichen ist auch, das Spiel ist vorbei, jetzt kommt endlich der neue Rasen. Ja, aber der Rasen war immerhin besser als beim letzten Spiel, weil immerhin im 16er wenigstens ein bisschen neuer Rasen verlegt wurde. Ja, der Platz wurde gepflegt. Fortuna hat den Rasen auch geheizt, Dach war zu und man hat alles versucht, um den Rasen einigermaßen spielbar zu machen. Gut, dass es demnächst dann mit einem neuen, frischen Rasen weitergeht. Ich hatte eine Diskussion zu dem Rasen mit meinem Vater, der sagte, ja, vielleicht ist das ein Vorteil, dass wir aktuell auf dem Acker spielen. Ich glaube nicht daran, dass es ein Vorteil war, jetzt auf dem Acker zu spielen, weil Fortuna, oder zumindest die Spieler von Fortuna, wie Gieselmann, Haraguchi, Neuhaus, Sobotka, sind doch technisch feine Spieler. Und die brauchen wahrscheinlich einen tollen Rasen, um 100% abrufen zu können. Oder sagst du, völlig egal, auf Asche, Kunstrasen, Schotter, Hauptsache Fußball. Ja, ich denke auch, Fortuna ist halt eigentlich eine Mannschaft, die diese Saison technischen Fußball spielt. Und deswegen ist, glaube ich, ein guter Rasen eher vom Vorteil. Vor allem, wenn man dann gegen St. Pauli spielt, die eher über das Kämpferische kommen. Deswegen hat der Rasen, glaube ich, eher St. Pauli in die Karten gespielt. Aber im Endeffekt hat Fortuna gewonnen, also alles richtig gemacht.
As always 4-2-3-1 oder 4-3-3, je nachdem, wie man Fink setzt. Ja, Osamu Taniguchi von Beginn, vielleicht die mögliche Flügelzange der japanischen Nationalmannschaft. Michael, warst du überrascht, dass die beiden von Beginn an starteten oder für dich eigentlich aus den letzten Spielen die logische Konsequenz? Na, ich war überrascht, dass Haraguchi von Anfang an gespielt hat, weil der ja die letzten Spiele noch nicht spielen konnte wegen seiner Gehirnerschütterung. Ich habe ja eigentlich gedacht, Raman und Usami spielen von Anfang an und dass Haraguchi dann so zur 70. Minute reinkommt. Aber dann wurde er halt direkt reingeworfen und ich fand es eigentlich ganz ordentlich. Auch wenn ich schade fand, dass Raman dann nicht gespielt hat. 90 Minuten Ecke Fortuna und Hoffmann, der wirft sich rein mit dem Kopf, läuft schön raus und macht das 1-0. Also Micha, das war schon ein gutes Tor. Wie habt ihr das im Stadion wahrgenommen? Ja, im Prinzip war es ja, ich weiß gar nicht gegen wen, das war als Fortuna auch ganz am Anfang vom Spiel nach einer Ecke hat auch Hoffmann das 1-0 gemacht. War im Prinzip ein identisches Ding, nur dass er diesmal den Ball, ich weiß gar nicht, hat er den überhaupt mit dem Kopf gespielt ja, oder hat er sich einfach nur anschießen lassen? Mit dem Bauch, mit der Hüfte. Aber im Endeffekt ist es egal. Und auf jeden Fall, wie gesagt, so eine Kopie von dem einen Tor, anderen Tor. Ja, ist immer gut, früh in Führung zu gehen. Neuhaus versucht in 10 Minuten noch einen Schuss nachzusetzen, eigentlich gute Position, aber aus der Distanz wird der Ball harmlos, also der schießt aufs Tor und der Ball kullert immer weiter flach Richtung Eckfahne, also wirklich nicht viel. Bozek kam für Ayhan, der hat sich verletzt, Michael, weiß man jetzt schon was genaueres zu der Verletzung, weil gestern, als ich das recherchieren wollte, war da noch nicht viel bekannt gestern Abend. Ja, ich glaube, der hat einfach nur einen Pferdekuss bekommen. Soll wohl wieder fit sein für Sonntag. Ja, würde mich eigentlich auch wundern, wenn nicht, weil ich glaube, der hat halt nur einen drauf bekommen und hatte dann wahrscheinlich einfach nur Schmerzen beim Laufen. Aber wenn wirklich Not am Mann gewesen wäre, hätte der, glaube ich, auch durchspielen können mit ein bisschen Schmerzen. Aber ich war halt überrascht, dass Bozek reinkam und nicht Bormut, beziehungsweise dass Bormut noch nicht mal im Kader war. Aber ja, ich weiß nicht, warum Bormut in letzter Zeit so selten spielt, weil ich finde ihn eigentlich einen überragenden Verteidiger. Das haben wir uns schon mal gefragt, warum der nicht spielt. Dann hat er gespielt, war super und jetzt ist er irgendwie wieder weg. Ob er Trainingsrückstand hat, ob der Funke mit dem nichts anzufangen hat oder ob er einfach darunter leidet, dass Bozek eigentlich recht gut spielt im Moment und das auch in der Innenverteidigung, also jetzt, wo er wieder Innenverteidigung spielen darf. Ja, bei Bozek weiß ich nicht. Die letzten Spiele fand ich ihn wieder nicht so gut. Ja, aber das ist so, wir beurteilen das von außen, aber ein Trainer auf dem Spiel sieht es vielleicht anders. Vielleicht macht er genau das, was er von ihm erwartet. Gegner umtreten und vielleicht... Im 16er und dann gibt es Elfmeter für den Gegner. Und vielleicht macht Robin Baum das nicht, aber lass uns daran jetzt nicht aufhängen. 30 Minute Lupfer von Hennings, nach langem Ball von Usami, das Tor wird knapp verfehlt, ich glaube ein Meter oder so war der drüber, aber war auch egal. Hennings und Fortuna vergeben eigentlich viele Möglichkeiten, das 2-0 noch vor der Halbzeit, also das war irgendwie, da waren noch 2-3 Möglichkeiten danach, wo ich mir dachte, das hätte eigentlich ein Tor geben müssen. Ja, haben wir Glück gehabt, dass wir keins kassiert haben vor der Halbzeit, wo dann dieses Michael Melker Gedächtnisding durch die Beine an Außenpfosten kam. War kein Fehler von Wolf, war einfach nur unglücklich, oder? Ich sag mal so, Wolf war nicht ganz unschuldig, weil das ist halt so dieses Ding, der bolzt den Ball dann einfach nur blind nach vorne, obwohl rechts einer freistand. Er hätte auch einfach auf einen Außenverteidiger spielen können. Aber ich sag mal so, das muss ein Torwart nicht können. Es ist gut, wenn ein Torwart dann sowas sieht, dass da nur einer frei ist und den Ball dich blind nach vorne rollst. Aber ich glaube, das kann in der zweiten Liga, können das sowieso nicht viele Torhüter. Aber bei der Aktion war mir eigentlich auch klar, dass Fortuna das Ding gewinnt, weil normalerweise kassiert Fortuna dann so ein Ding und verliert dann am Ende noch 2-1. Aber bei der Ball halt nur gegen den Pfosten ging, hatte ich so ein Gefühl, ja, heute haben wir mal nicht Pech, sondern heute haben wir mal Glück. Friedhelm Funkel wechselt wie wir Manager voreingestellt. Einfach in der 60. Minute wieder Haraguchi raus, Raman rein. Dann passiert da eigentlich nicht mehr viel, kommen wir gleich im Fazit eigentlich drauf. 74. Usami 2-0 nach langem Pass von außen auf den Japaner, der steht mittig, legt sich den Ball zurecht und platziert ihn dann rechts in die Ecke vom Tor. Und war eigentlich ein schönes Tor. Ja, ich finde eigentlich, darf der Ball nicht reingehen. Das war ein richtiger Bock vom Torwart. Der war einfach nicht schnell genug unten. Das war ja, das ist so dieses, ich sag mal so, ich glaube, der Torwart wird sich zu Hause an den Kopf gepackt haben und gedacht haben, ach, das war ein Scheißding. Weil eigentlich muss man den halten. Er erwartet halt, dass Usami den Ball mit links
auf die linke Seite kloppt. Das habe ich auch gedacht, dass der das macht, weil so Tore hat er die Saison schon geschossen. Mit links auf die kurze Seite, also schießt mit links auf die linke Torseite, wenn er mittig vorm Tor steht. Das, ne? Und der legt sich den Ball nochmal zurecht. Der Torwart macht schon den Step in die eine Ecke. Und dann versucht der Osami, den da reinzulegen. Ja, nach dem Torspiel eigentlich noch die Hamburger. Fortuna beschränkt sich auf die Defensive. Und ja, dann ist eigentlich das passiert, was so passieren musste. Zimmer kam dann für Osami, brachte den Defensiven. Und Fortuna kassierte dann sehr schläfrig das 2-1 von St. Pauli. Ich hatte ursprünglich ein Skript geschrieben, dass Fortuna harmlos ist und man schlecht gespielt hat. Aber nachdem er das 2-1 sich fing, in der 90. plus 1, spielten die plötzlich wieder richtig guten Fußball nach vorne und versuchten zu entlasten. Was daraus erfüllte, dass Raman mit einem missglückten Tunnel da auch beinahe noch Erfolg gehabt hätte zum 3-1. So, Spiel ist abgeschlossen, Spiel ist vorbei. Ja, mein Fazit eigentlich, Fortuna zurückhalten, versucht zu kontern und lässt St. Pauli spielen. Eigentlich das, was sie überhaupt nicht können. Fußball spielen, zumindest produktiv mit dem Ball, das geht nicht. Fortuna läuft mehr. Also das Spiel fühlte sich irgendwie lange Zeit sehr ausgeglichen an. Obwohl Fortuna zwischenzeitlich dann sehr wachsam war im ersten Durchgang und St. Pauli keine klaren Chancen hatte. Fortuna ist stärker geworden, hat mehr mit dem Ball gemacht im ganzen Spiel, sodass man zumindest die zweite Hälfte der ersten Halbzeit dominiert hat. Die zweite Hälfte, der erste Hälfte der zweiten Halbzeit dominiert hat und danach ging es halt so ein bisschen runter. Fortuna hat gute Chancen gespielt, hat eigentlich nicht hoch genug gewonnen, meiner Meinung nach, aber irgendwie war es am Ende doch verdient, dass man nur 2-1 gewinnt. Ja, das war eigentlich ein souveräner Auftritt von Fortuna und auch ein verdienter Sieg. Vielleicht hätte man auch 2-0, 3-1 gewinnen können von den Chancen her, aber ja, 3 Punkte sind 3 Punkte. Uns würde interessieren, wie ihr das Spiel gefunden habt. Schreibt das gerne auf YouTube in die Kommentare. Natürlich könnt ihr uns das auch, wenn ihr das über einen Podcatcher hört, gerne bei Facebook reinschreiben. Findet uns da als Projekt Megaforum auf Facebook, Twitter, YouTube, auch Instagram. Wir haben auch auf YouTube jetzt einen Pokémon versus Pokémon Golden und Silberne Edition spielen wir da. Ja, vielen Dank fürs Vorbeischauen und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Micha, der nächste Gegner ist RSV Duisburg. Wir spielen jetzt am kommenden Sonntag gegen die in der Schau ins Land Reisen Arena. Ich habe extra nachgucken müssen, wie man Schau ins Land Reisen Arena schreibt, damit ich es richtig habe. Das Hinspiel gewannen wir 3-1. Ist das zu wiederholen oder ist der MSV im Moment auf der Tabellenplatz 4 zu stark? Duisburg hat halt im Moment einen Lauf, auch wenn die jetzt das letzte Spiel gegen Kiel 5-0 deutlich verloren haben. Ja, ich habe die Hoffnung, dass das denen so einen Knacks gemacht hat oder dass die deswegen so ein bisschen geknickt sind und Fortuna das ausnutzen kann und dann da auch gut gewinnen kann, weil das ist ein wichtiges Spiel eigentlich, weil Duisburg ist halt Vierter und man könnte die halt auf Abstand halten. Wenn man mal guckt, wir haben 7 Punkte auf Platz 3, ne, 2 Spiele Puffer, die man also verlieren dürfte und 10 Punkte auf Platz 4, also 3 Spiele, die man verlieren dürfte, man sagt, okay, man purzelt dann raus. Also muss man gegen den MSV aktuell, weil sie auf Platz 4 stehen, tatsächlich gewinnen, um zu sagen, dann haben wir die schon mal weg vom Fenster und man kann da Richtung Aufstieg gucken. Ich denke aber, dass Fortuna dann tatsächlich ein Remis spielen wird. Ich würde jetzt 2-2 tippen, weil ich das Gefühl habe, dass Duisburg durch diese krasse Niederlage eher erstarkt, statt schwächelt. Es kann sein, ich hoffe aber nicht. Ich hoffe, dass das eigentlich, aber wird es wahrscheinlich auch nicht, weil es dann auch noch Derby-Charakter ist. Und deswegen, es wird ein schweres, aber auch wichtiges Spiel. Und wenn Fortuna das Spiel gewinnen sollte, dann könnte man schon sagen, okay, das ist, langsam geht's in Endspurt und langsam kann man anfangen zu rechnen, wie es dann damit aussieht. Und eine Sache, die halt schade ist, dass einfach die letzten beiden Spiele in der Saison sind halt gegen Kiel und Nürnberg, also gegen den momentan zweiten und dritten. Ich hoffe, dass wir da schon, dass die Spiele dann schon nicht mehr aussagekräftig sind, weil wir dann schon durch sind, sag ich mal. Aber das kann auch noch richtig in die Hose gehen, glaube ich, gegen Ende hin. Ja, wir spielen jetzt gegen Duisburg, klar, dann gegen Bielefeld, Darmstadt, Bochum, Heidenheim, Ingolstadt, Dresden, Kiel, Nürnberg. Von den Namen her würde ich einfach sagen, nächsten 9 Spiele, alles unentschieden. Hast du 9 Punkte und es bringt dich eigentlich nicht voran. Gucken wir mal, wie es dann mit der Fortuna weitergehen wird. Micha, willst du noch irgendwas loswerden? Eigentlich nicht, nur dass halt langsam kann man das Rechnen beginnen.
Und ich bin gespannt, wie es in den nächsten Wochen aussieht, wie es in den nächsten Wochen weitergeht und habe die Hoffnung, dass auch, wenn man jetzt, sag ich mal, einen weniger attraktiven Gegner hat als St. Pauli, dass dann trotzdem irgendwie 30.000, dass 35.000 plus kommen im Stadion und die Mannschaft dann unterstützen und anfeuern und die mal nach vorne pushen und dann wird das schon. Ihr könnt uns hier gerne mitteilen, ob ihr dann gegen Bielefeld wieder im Stadion seid. Schreibt das gerne mal bei uns auf die Facebook-Seite drauf. Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder Sachen, die wir gerne mal besprechen wollen oder Anregungen, schreibt die gerne in unseren Thread. Wir freuen uns da immer auf Kommentare und Kritik. Vielen Dank fürs Zuhören. Links zu den Social Media findet ihr in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, Micha, vielen Dank, dass du dabei warst heute. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.